Okay, was geht, Jungs und Mädels? Oder Männer und Frauen, was auch immer ihr seid, was auch immer ihr sein wollt. Oder was gibt's noch? Dritte, divers, alles ist willkommen. Wir sind in Köln, wie ihr seht. Wir sind hier auf einem sehr wichtigen Dreh. Das ist der Durchbruch meines YouTube-Kanals, sage ich euch jetzt schon. Weil ich mache 6 vs. 1, ein Girl, 6 Männer und ihr bekommt Behind the Scenes. Also ihr seht das, was auf YouTube nicht gezeigt wird und dann nehme ich euch mit. Ich habe die Erlaubnis bekommen und daher ich grüße dich, Zedo, Cedo, Zedo. Ich glaube, Zedo zählt sich am coolsten an. Wenn du das siehst, denken dir, das war ein Durchbruch auf YouTube. Wir sehen uns. Hey, Digga, nicht gesehen, Junge. Warum ist der so sauer? Da, komm da. Ja, also wir sind leider an der falschen Adresse. Stop it. Get some help. Ich hab's gerade mit Cedo, Cedo, wie ich immer uns ausgesprochen, der hat mir jetzt seine Location geschickt. Natürlich sage ich euch nicht die Adresse, aber da fahren wir jetzt hin. Und das dauert nochmal 7 Minuten, Digga. Verspätung über Verspätung. Adrian, scheiß drauf, wir haben es ja laufen, aber. Oder, aber ich bin trotzdem da, Junge. Geht. Ja, wir werden jetzt entführt in ein bulgarisches Mafia-Auto. So, Jungs, wir sind angekommen. Ein bisschen zu spät, aber das kann passieren. Die Bahn ist ausgefallen. You weird. Jetzt geben wir in das Ganze jetzt Eingemachte. Servus. Hallo. Wo müssen wir rein? Oder wo geht's? Kommt ruhig hier rein. Okay, okay. Oh, sorry. Hallo, hi. Was geht? Hi. Was geht? Ich hab ein bisschen Angst, Jungs. Die Kommentare, wer auch Angst vor Hunden hat. Ich hab den nicht gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Der sieht richtig cool aus, aber auch beängstigend. Ich nehme mich jetzt um auf locker. Es gibt leider kein M. Kein M. Ein ganz anderes Problem. Hast du ihn gerade beim Ausziehen geführt? Ja, natürlich. Das ist mein Fit. Das sind meine Gymschuhe, Jungs. Papa Gymschuhe, wie findest du meine Gymschuhe? Jungs, ihr kennt mich, ich muss auch noch mal kacken. Ich begebe mich jetzt in die Toilette. Ja, mein neuer Rekrut. Endlich mal die. Was für eine Größe, Bruder? Ich mach Oberteil. Ist ja immer normal. Ja, ist klar. Hi. Bin ich richtig? Was suchst du? Leiter. Ja, ist richtig. Ich bin jetzt alleine, ich zeig euch schon mal, wie das Ganze aussieht. Damit ihr mal seht, wie so eine Production aussieht, auch seriös. Wie viele Kameras sind das? 1, hier ist die nächste, 2, 3, 4. Hier sind 4 Kameras, ich nutze eine für die Videos. Eine reicht auch, auf jeden Fall. Stehe ich gleich mit dem Ernest hier hinten, tak, tak, tak. 5 Kandidaten anscheinend. Wir gehen hinter die Dings, hinter die, wie nennt man das, Gardine. Jetzt geht's los, jetzt zeige ich euch, wie M2 das macht. Wir sehen uns. Oh, 3. Dann machen wir POV von dem Ganzen. Dann seht ihr, wie das aussieht. 2 fehlt. Der eine Bremus hier auf die 2. Ich? Du. Wer ist die 2? Du bist auf der 2. Okay, ich zeig schon mal den Schuhdrip hier. Die 6 noch? Entschuldigung. Hier, ja, alles gut. Bleibst du mit Kamera? Ja. Ah, stark. Das ist viel zu schwer. Nein, Junge, geht. Wenn ich nicht bekannt, dann nicht. Direkt hintereinander zu gehen. Das heißt, ihr lauft jetzt quasi hier, macht hier die Kurve und dann geht ihr quasi an. So. Wie? Was für eine Kurve? Ich hab die Kurve auch nicht gesehen. Dass ihr nicht hier so lauft, weil deine Füße nicht, sondern dass ihr direkt. Abfahrer entlang. Ach so, französische Nationalmannschaft. Wie alt seid ihr alle? 22. Du? Was sagst du? Wie alt bist du? Ich bin 36. Wie, ehrlich? Siehst wie 25 aus, oder? Oh. Du? Okay, ich bin heute 21. Okay, es geht los. Okay, nochmal bitte. Nochmal? Ja. Und bitte. Ich freue mich, hier zu sein. Loki ein bisschen aufgeregt, ja. Echt? Mhm. Ist dir kalt, warm? Ja. So, Mischmasch. Das ist eigentlich richtig schön. Mhm. Das ist so schön cringe. Es sind richtig viele schöne cringe Situationen. Ja, Jungs, wir lieben cringe. Weil ich liebe cringe. Also ich habe den Jungs gesagt, die sollen ihre Gymschuhe anziehen. Ich weiß nicht, ob ich hier teilweise angeblufft wurde. Ja, schon. Also bei der 3 wurde schon mies geblufft, sage ich ehrlich. Besonders sein. Deswegen habe ich Schlappen. Ich besonders bin. Einmal hier. Es geht los, Jungs. Es geht ab aus dem R. Jeder 1, Take 2.
Was geht ab, liebe Freunde? Es wird wieder geblinddatet. Heute haben wir eine Special-Folge, denn wir haben ganz viele breite Jungs hinterm Vorhang. Wir haben heute eine Gym-Edition. Heißt, hinterm Vorhang, also hast du gerade gesagt, dass du Muskelkater hast, ne? Mhm, ja, dann brauche ich das ja nicht fragen. Nee, passt. Also, wir haben dir heute 6 wunderschöne Jungs rausgesucht. Mhm. So random Frage, wie geht's euch so hinter dem Vorhang? 3. Sehr, sehr gut. Wow. Mir geht's immer. Nummer 4? Mir geht's immer sehr blendend. Oh. Nummer 6? Bestens. Okay, also keiner irgendein Problem. Alles gut. Braucht jemand irgendwas? Okay, meine erste Frage, die ich mir überlegt habe, ist, was ist euch in einem Gym-Outfit an einer Frau wichtig? Jetzt bin ich echt gespannt, was jetzt für Aussagen hier kommen. Nummer 1. Mal gut aussehen sein, ist schon mal nicht schlecht. Ein gut aussehendes Gym-Outfit. Nummer 3. Ich würde jetzt nicht unbedingt bedeckt sagen. Eine Leggings kann schon cool sein, aber jetzt keine TVO-Leggings unbedingt, weil die pushen ein bisschen zu viel. Aber wieso? Ich spiele Fußball selber und ich trage auch manchmal gerne etwas engere Shorts, wenn ich kicke, weil das betont dann die Oberschenkelmuskeln ein bisschen mehr. Deswegen kann ich es bei Frauen auch verstehen, wenn die gerne Leggings tragen. Ja, aber ja, Nummer 5 vielleicht. Oversize-Shirt und Leggings gehen immer, aber bitte nicht das T-Shirt in die Leggings reinhängen. Warum nicht? Ja, der Arsch sollte schon so ein bisschen bedeckt sein oder je nachdem vor allem, was man für Übungen macht. Ja, mir passt halt nicht so, wenn man sagt, der Arsch muss halt schon bedeckt sein, weil im Endeffekt finde ich halt schon, kann man rumlaufen, wenn man im Endeffekt gerade lustig ist. Mhm. Gut, Freunde, hauen wir mal gleich eine hinterher. No go an Gym Girls. Wir bei Nummer 3 an. Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, aber... Keine No-Gos. Jeder soll so sein, wie er ist. Nein, das ist eine langweilige Antwort. Aber ich habe wirklich gar keine Ahnung, was ein No-Go wäre. Ich bin im Gym eher auf mich fokussiert. Da achte ich nicht wirklich auf das, was andere machen, sage ich mal. Deswegen, Frage, da bin ich überfragt. Ganz schnelle Frage, Hähnchenreis? Ja, nein? Ja, eindeutiges Ja. Eindeutiges okay, Ja. Okay, warte, halt, stopp. Boah. 1, ja. Er schreit, ne? Er macht okay. Links. Nummer 2? Klar. 3? Ja. 4? Ja. 5? Yes. 6? Yes. Uff. Warte, macht es dich gerade an oder warum? Boah, nee, gar nicht. Ach so, du bist Anti-Hähnchen mit rein. Ich bin vegan. Ach so, das war gerade nur ein Joke und so, du bist echt vegan? Ja, Jungs, wir haben ein Problem. Alle raus. Magst du die militante Veganerin? Nee, so schlimm bin ich nicht. Bin ich Rosalinde. Nö, ich wollte nur wissen. Was drückt dir auf der Bank? Nummer 1. 70 Kilo. Nummer 2. 95. Nummer 3. 60. Nummer 4. 120 Kilo, einmal. Nummer 5. Bin eher so Calisthenics und Krafttraining. Raus? Ja, ist einfach mein Bauchgefühl gerade. Oh. Hi. Hi, Hanna, hi. Hallo, hi. Alles gut? Ja, bei dir. Dings, warum so breit? Ich bin hier schon ein bisschen länger. Gib mal ein bisschen was. Ach, Quatsch. Mach mir mal ein Trainingsplan, auf korrekt. Macht euch Gym horny. Nummer 3. Also, ich würde noch nie direkt horny, also bemerkbar horny im Gym, aber nach dem Gym, denke ich, wenn man einen Pump hat, dann wird man schon geil auf sich selber, sage ich mal, weil man so einen coolen Pump hat und den hast du nicht überall. Und den hast du halt direkt im Gym vor dem Spiegel und denkst du manchmal, du bist schon ein geiler Typ. Shut the fuck up, you cunt! Nummer 3, darfst du einmal zu uns nach vorne kommen. Was geht? Ich bin leider zu klein für Basketball, sonst hätte ich Basketball gespielt. Was geht, Bruder? Alles gut? Hi. Mich gefreut und ich bin hier. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, M2TheKid, und ich habe die Behind the Scenes davon gefilmt. Also, ihr könnt hinter den Kulissen das Ganze sehen. Du kannst ruhig nochmal hier rüber kommen. Ich soll weggehen. Er kommt, ne? Kandidatin so. Hi. Ey, yo, was geht? Was geht? Hi. Ja. Ich heiße Ennis, mein Bruder. Ennis. Genau. Super. Ja, hast du Englisch? Hanna, hi. Hanna. Stimmt, wir haben gar nicht deinen Namen gesagt. Doch, ich glaube, Fred habe ich schon mal gesagt. Der wird auf jeden Fall, das war's von den Behind the Scenes, den hinter den Kulissen, sag ich mal, von der Sedo. Genau, und wenn ihr es bis hierhin geschaut habt, dann lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich auf alle Zuschauer, die neu dazugekommen sind durch das Video von Sedo. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal.